Wieso ist denn Rico eigentlich nicht bei uns mit in der Crew? Weil er wieder. Weil er immer seine Crew wechselt. Weil er aus der Reihe tanzt. Ja. Passt das auf meinen Spieldings an? Wenn ich mit euch spiele, wechsle ich die eigentlich immer. Aber ich habe vorhin gefragt, hat gerade was gesagt, hat Pech gehabt. Na, bei mir das egal ist, das sind ja die anderen, die immer da so rum. Muss einer von sich selber wissen. Macht doch fürs Spiel keinen Unterschied. Ne, richtig. Toll. Ah, wie sind die Läufer, Enrico? Oh Mensch. Ja, das kann was werden. Vielleicht gibt's wieder Glückstreffer auf den Kopf. Ach, da drüben stehen sie, rechts. Rechts stehen sie. Jetzt sind sie. Puh. Oh Gott. Puh. Oh. Erwischt. Enrico noch erwischt. Aber wieder weggepumpt, das Junge. Du warst doch voll in der Druckwelle. Oh, ja. Scheiße. Oh. Nur ausgerechnet jetzt leider noch. Jawohl. Einer hat er noch gekriegt, einen Hit. Was kommt, mit was kommt dann jetzt? Das ist nicht gut. Brauch er nicht. Ich hab mich. Jawohl! Der erste hat gesessen auf dem Körper, der zweite war, dann hat er gar nichts mehr gehabt. Und dann hat er versucht, sich mit der Waffe zu holen. Sind die Schüsse überhaupt bei euch angekommen? Nein. Ja. Nein. Also ich war fast tot gewesen. Mich hättest du beinahe gehabt. Bei Rico habe ich die Explosion noch gekriegt. Ja. Aber ich habe das Gefühl gehabt, der Markus hatte sich irgendwo eine Weste geholt. Man kriegt auch Westen am Anfang. Nee, unterwegs, weil ich hatte ihn fast tot. Wo er durch die Holzstapel gelaufen ist, hatte ich ihn schon. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall was da ich auch am Ende. Da habe ich auch reingesetzt. Auf dem Punkt. Am Ende haben wir es ja gerockt. Zumindest die Runde. Das darfst du mich erstmal selber machen. Ich hab da unten was gesehen. Ach du Scheiße. Da stehen einfach Panzer unter uns. Das ist wahrscheinlich schwierig, aber da ranzukommen. Ach, oh, Alter. Aua! Ja. Können die schießen auf mich? Huch! Ja, du hast das verdient. Aua! Könnt ihr mal aufhören damit? Oh, Hilfe. Ah, ich muss doch wieder zurück. Nein, da ist schon Schild hier geblieben. Was macht Kev da, Alter? So lost. Ganz einfach war das so, dass ich nicht mehr in die Explosion laufen wollte. Aua. Nein, ich musste nachladen, scheiße. Aua. So. Alter. Ich wollte eigentlich nicht mit dem Ding fahren, aber gut. Wie soll man da weiterkommen jetzt? Warte mal, da ist ein HDRBW im Weg. Jawohl! Ja, stimmt, Alter. Ich also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Map nicht, aber einfach nur, weil die so kurz ist, Alter. Das ist ja keine Herausforderung, da 5 Meter laufen und dann ein Panzersteig, das ist ja kein... Die Idee, aber...
Die hatte ich nämlich auch gerade gesehen. Weil da rechts war eine Rampe, da hättest du drüber fahren können. Nee, den Markus habe ich nicht gesehen, aber ich habe meine Sicht nicht gesehen. Das hat jetzt auch nichts mit dem Verlieren zu tun, sondern einfach allgemein. Das ist ja keine Strecke. Ja, stimmt. Da müsste das dann wieder mehrere Etagen haben. Das ist 10 Meter und das ist ja nicht da. Hast ja gar keine Zeit, überhaupt irgendwelche Hits zu setzen. Ah, das war jetzt gerade lustig. Die eine Strecke war gut, die wir das letzte Mal hatten. Markus, letzte Woche, ne? Vorletzte Woche. Auf verschiedenen Ebenen? Ja, die war auch nicht schlecht. Naja. Oh. Also, haben wir gesehen, was dort alles steht, Kevin? Hm? Ich hab gesehen, was da steht. Wer war der was Panzer? Dort hinkommen? Wenn die da hinkommen, haben die eigentlich gewonnen, mehr oder weniger. Mit dem Panzer hast du auf jeden Fall und deswegen, das ist viel zu kurz. Das ist alles viel zu kurz. Enrico kuschelt mit mir hier. Mhm. Zeitgleich, Alter. Ey, aua, aua! Oh, ich wäre gerade fast runtergefallen. Oh, ich musste nachladen. Den Markus habe ich noch erwischt, aber jetzt haben sie einen Panzer, jetzt haben sie einen Vorteil. Jetzt haben sie gewonnen. Ja, keiner sagt, dass wir den Panzer nehmen. Ihr nehmt die Panzer. Die nehmen definitiv die Panzer. Markus hat nämlich schon. Ja, ja, klar, das hört man doch schon. Nee, Kuruma nimmt der. Au! Au! Ja, gut, wie gesagt, auch das geht. Das sah von dir aus. Genau, das sah von dir auch so geil aus, wie das Auto mit Cats auf der Motorhaube die Rampe runterfällt. Ja, aber das ist halt, du musst halt hinten ankommen. Wie Markus selber sagt, es ist keine Auswahl. Du musst halt hinten ankommen und dann hast du eigentlich gewonnen. Mehr oder weniger. Das ist wirklich das keine Herausforderung da. Das war jetzt nur Glück, weil du in der ersten Runde die Minigun hattest und natürlich klar die körperfreie Aufhängung hattest. Ja, da habe ich nicht geschaltet, da habe ich einfach nicht nachgedacht. Du hast mit dem Panzer und du hast das Ding gewonnen. Dann ist es eigentlich relativ easy. Da müsstest du Raketenwerfer oder sowas haben zum Schluss. Ja, irgendwie sowas. Naja. Mal gucken. Wir haben schon fast wieder 1 Uhr, ey. Ich hab gehört, wir machen noch länger. Achso, ich muss bleiben. Okay. Na, die doch wollten doch bis 15 Uhr machen, oder nicht? Haben wir das nicht gesagt? Ja, gucken wir dann. Alter. Was ist das denn für eine dumme Wand, Alter? Na, Schnecke. Ernsthaft? Na, Schnecke? Hier ist eine Bombenstimmung, Kev. Da fliegende Fetzen. Aua. Ich bin schon hinten. Ja. Hab ihn. Aua. Ganz oben stand da. Enrico ist schon tot, wir haben gewonnen. Achso. Enrico hat sich selbst den Freitod gewünscht. Markus, wenn du mit dem Panzer ankommst, wärst du auch abgehauen. Der war ja schon vorher tot. Und Markus habe ich erst nicht gecheckt, dass der eine Etage oben drüber stand. Als er sich bewegt hat, habe ich das gesehen. Ja, die Panzer, die hätten sie rausnehmen müssen. Nee, die Strecke ist einfach zu kurz. Das ist es einfach. Nee, es geht nicht nur um die Strecke, es geht auch um die Panzer. Wie gesagt, guckst du hinten an, hast du einen Panzer, hast du das Ding sowieso gesaved gewonnen. Punkt. Ja, deswegen habe ich auch einen Presser jetzt genommen. Richtig, ich habe auch den Kuruma deswegen genommen. Alles gut. Ich nehme, was mir gestellt wird und wenn es halt so ist, ich will das Ding ja auch gewinnen.
Ich könnte mit allem gewinnen, das ist voll egal. Ja, jetzt müssen die. Jetzt müssen sie ja erstmal laufen. So, mal gucken. Jawohl. Aua! Nein! Nein! Was macht er denn? Was macht er denn? Jawohl! Scheiße! Ich fällt ja voll auf die Fresse, Alter! Jawohl! Oh, Scheiße! Da fällt mein Charakter voll auf die Fresse! Erstmal klettert er da hoch, was ich gar nicht wollte. Ich wollte nur springen, damit ich nicht getroffen werde. Und dann klettert er auf den scheiß Container und fällt am Ende auf die Fresse. Ja, und da, ich hab dich aber, glaube ich, noch im Flug erwischt, ne? Ich weiß es nicht. Ich hab. Nein! Ich will mal was zu trinken holen. Oh, Sven. Ich bin schon mal unten. Ja, ich komm gleich nach. Hey, ich hab gewollt. Warte mal, halt. Nee, der. Moment, Enrico, warte mal, der hat einen Fallschirm. Ich wollte gerade sagen, Enrico, kommt schon mit. Zuvor. Ich hab vor. Ach du Scheiße. Es ist was zum Fliegen. Hilfe. Das schießt doch mal ab, Mensch. Kopfschuss. Ich hab doch den Minigun drinne. Hier, da will ich häckseln, ne? Ja, ich weiß, was der will. Killen! Hä? Was ist das? Was? Alter, war das gut! Das war gut, Enrico! Ne, Respekt! Das war ein geiles Ding! Nur weil der Kevin zu blöd ist, Zeit zu schießen. Ich habe ja damit gerechnet, dass der Hubschrauber explodiert, deswegen bin ich weggegangen. Ja, ich habe auch gedacht, so scheiße, der explodiert jetzt aber. Ja, deswegen war ich weggegangen. Gecheckt hatte ich schon, dass der da lag, aber wie gesagt, ich musste es mal weggehen. Die Landung war auf jeden Fall sehr stylisch. Die war genauso gut, wie meine auf die Fresse fliegen gerade eben. Ja, egal, alles gut, jetzt räumen wir sie weg. Machen wir 4-2, Sven, komm. Aber vor allem, ich hätte... Gerade bei dir? Ich weiß es nicht. Rennt er auf den Container drauf? Das ist genauso so Bug wie das letzte Mal mit der Lampe, ne? Da ich wollte gar nicht da hoch. Ich wollte nur springen, um die Schüssen auszuweichen. Und dann stellt er das, er springt, klettert er da hoch. Und am Ende springe ich wieder runter. Und dann fällt er voll auf die Fresse und nimmt noch fast Entwicklung mit, Alter. Nee, ich glaube, ich habe dich aber noch erwischt beim Fall oder im Sprung, was auch immer. Und deswegen bist du, glaube ich, erst gestorben. Nee, gestorben bin ich, weil ich dann hinter der Deckung war und dann ist das Ding hochgegangen und ich hatte kein Leben mehr. Oder so, stimmt, ja. Na gut, der Kill ging trotzdem an, dann dachte ich auch nicht. Svenny! Hallo. Du eine Schnecke. Aua. Alter, wie der mit dem Bein zuckt. Ich geh mal wieder zurück. Nein! Da bist du! Ich bin. Ja! Der hat ja nicht in den Container gegangen, sondern lieber links dran vorbei. Ich wollte in den Container und der geht an der Tür links vorbei. Egal, schade. Komm, Sven, hol dir das Ding. Du schaffst das. Ah, Mann, Charakter, warum gehst du nicht rein? Das ist genauso wie das sagst du dir bestimmt bei Sven auch öfter, ne? Mann, Charakter, warum gehst du nicht rein? Nee, eigentlich wollte ich da durch das wieder rein in den Container und dann sagt er, nö, ich gehe mal lieber links von vorbei. Und dann war vorbei. Der hat gefressen, der Sack. Der hat das gegessen. Na klar hat er was gegessen. Was hast denn du erwartet, dass ich mich abknallen lasse? Ja, na Alter, machen wir ja auch nicht, oder?
Hä, wieso? Ja. So. Sven, du schaffst das. Was machst du denn oben, Enrico? Hallo, hallo Markus, ich bin Enrico. Genau. Der schaut hier schon darüber, was ich dir geholt habe. Kev, ich hab's nochmal gerockt. Ja, sehr gut gemacht. Ja. 4-2, sehr schön. Wieder mal gute Punkte geholt. Ah, nee. Die Frage ist, ob ich wieder dabei jetzt. Ja, nicht ganz. Und Rico ist mal noch ein Stück weg.